jetzt wird's ein Fenster mehr. Für Lina ist heute ein ganz normaler Schultag, doch auf einmal verdunkelt sich der Klassenraum. Alle erschrecken sich. Kinder, beruhigt euch, es ist doch nur eine Sonnenfinsternis. Frau Lehrerin, was ist denn eine Sonnenfinsternis? Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde. Dadurch wird es hier auf der Erde dunkel. Und bei einer Mondfinsternis schiebt sich da die Sonne vor den Mond, oder wie? Nein, Lina, das tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber das war leider so nicht richtig. Bei einer Mondfinsternis liegt der Mond hinter der Erde, also im Schatten der Erde. Die Lehrerin zeichnet ein Bild an die Tafel. Das ist eine Mondfinsternis. Die Lehrerin zeichnet noch ein Bild an die Tafel. Und das ist eine Sonnenfinsternis. Also schreibt das auf. Und unter die Zeichnungen schreibt ihr bitte diesen Text. Bei einer Mondfinsternis befindet sich der Mond im Schattenraum der Erde. Bei einer Sonnenfinsternis befindet sich der Mond zwischen Sonne und Erde. Und jetzt ist der Unterricht beendet. Also hopp hopp zur Pause.